Hi, ich bin Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns das lateinische Pronomen ille, illa, genauer an. Ins Deutsche wird das Pronomen als jener übersetzt. Hierbei heißen die Formen nacheinander ille, illa, ilut, ille, illa, ilut, illius, 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 illi, 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 illi illum, illam, illut, illo, illa, illo. Eli, Elai, Ila, Ilorum, Ilarum, Ilorum, Elis, Iles, Iles, Ilos, Elas, Ila, Iles, Iles, Iles. Und noch einmal alle Formen nacheinander aufgezählt, damit du dir die Formen besser merken kannst. ille Eli, Ela, Elius, 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 Eli, 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 Elum, Elam, Elut illo, illa, illo, illi, illai, illa, illorum, illarum, illorum, illis, 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 ilos illas, illa, illis, illes illus. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Doch eine Bitte hätte ich noch, und zwar... Da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.